So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 140. und auch letzten Let's Play-Folge hier in Forza Horizon 3. Und zwar heute mit einem wirklich relativ besonderen Auto, das auch gerade vor wenigen, ich sag mal, Minuten ins Spiel kam. Und zwar der Quartz Regalia aus dem Jahre 1723, steht zumindest so hier in Forza. Und zwar ist das Auto bekannt aus Final Fantasy 15. Ich glaube, das ist das Auto, also der Charakter ist ja, glaube ich, Noctis, der Hauptcharakter, und relativ früh im Spiel, ich glaube auch sogar im Prolog, fährt man halt in diesen Wagen mit oder fährt ihn vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ich kann das Spiel nicht. Auf jeden Fall kam der in Final Fantasy 15 vor. Ich habe hier den Weg quasi in Forza geschafft und dieses Teil. Das ist, ich weiß nicht genau, was es überhaupt ist, was es wie genau sein soll. Wir gucken uns erstmal an. Erstmal vorne, ich meine, ne, dieser Blick. Das sieht schon ziemlich böse aus. Es ist auch ziemlich komisch, aber sieht auch ziemlich böse aus. Ich meine, auch dieser Luftanlass vorne beim Kühlergrill, das. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber das sieht, finde ich, irgendwie wie so ein Maul aus. Und oben so ein bisschen die Zähne. Und dann ja eine Motorhaube. Ich meine, ich habe selten so eine lange Motorhaube gesehen. Ich meine, guck nicht mal, wie lang die ist. So die Achse, Vorderachse ist hier, ne? Hier ein bisschen Überstand und dann nochmal, was ich guten Meter noch bis die Scheibe beginnt. Das ist schon ziemlich krass. Denn, ich meine, der hat hier vier Türen, die auch halt so aufgehen. Jetzt, glaube ich, auch beim. Irgend so Ford oder so, auf so einem Van. Ich mach die mal kurz auf, zack. Das wäre die vordere Tür, das ist schon ziemlich komisch. Da hinten geht die quasi verkehrt rum auf. Wie bei einem normalen Auto. Man hat natürlich auch einen Vorteil beim Einsteigen, denke ich mal, dass das einfacher ist. Das ist doch, glaube ich, so ähnlich bei Mazda RX-8 der Fall. Der hat ja auch diese Art von Türen. Und ja. Sieht hier drin sehr luxuriös aus, muss ich sagen. Ich meine, das sieht jetzt nicht irgendwie mega billig aus. Das ist natürlich keinen Touchscreen. Ich kann jetzt aber dieses Auto auch nicht wirklich großartig viel sagen, weil ich es halt nicht genau kenne, aber ich meine, das ist schon was Besonderes, auch was das Material da überhaupt ist. Unter dieser weißen Linie, die sich hier durch den ganzen Innenraum zieht, was ist das für ein Material? Das sieht so ein bisschen aus wie irgendwas mit steinmäßig oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Mega crazy, das Teil. Das Ding jetzt auch eigentlich als, oder ist das auch. Oder es ist da gedacht, dass das Dach auch aufgeht. Das geht in Forza zwar nicht, auch nicht in Forza Vista Modus, aber man sieht ja schon. Warte, mach jetzt mal die Tür zu. Zack. Und die ja auch. Man kann ja schon sehen, das Dach, das ist nicht fest. Das kann man natürlich hinten klappen. Auch die Felgen, ne? Was da drauf steht, das kann ich gar nicht lesen. Ich kann es aber vielleicht entweder jetzt mal einblenden oder. Das später mal angucken. Die Bremsen. Ja, die Scheibe sieht auch nicht klein aus da hinten, muss ich sagen. Und vorne auch nicht gerade. Felgen sind, finde ich, geil. Er sieht halt irgendwie kantig, aber auch rund aus. Denn Drehendrohre kennt man auch nicht. Also es ist ziemlich cool, auch wie lang das nochmal hinten ist, nachdem quasi die Scheibe mit der Karosserie verschmilzt. Also da, ne? Diese Stelle. Das ist komisch. Erstmal auch natürlich der Motor. Und der Wagenantrieb und der Motor, der ist vorne. Ich sag mal, dass ich hier eine riesenlange Motorhaube. Dann gucken wir mal rein, wo denn sich der Motor da findet. Und man sieht es schon, Motor. Das sieht aus wie ein Kofferraum. Das ist auf beiden Seiten. Und der Wagen hat trotzdem einen Frontmotor. Der Motor ist jetzt nicht hier im Heck oder so, wie man sich denken könnte. Der Motor ist nicht hier hinten, der ist vorne. Und wo, das zeige ich euch jetzt. Und zwar einmal hier, das ist ein Teil des Motors. Und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Also auf der Seite von Forza, da stand, es soll ein V12 sein, aber ich denke mal, das sind einfach nur zwei rein Sechszylinder-Motoren. Quasi hier einer links und einer rechts. Was ist das bitte für ein Motorkonzept? Das ist nicht normal. Aber es scheint ja angeblich zu funktionieren. Deswegen werden wir nicht lang stacken, sondern auch mal gucken, was da so tunbar ist. So, okay, Umbauten gehen keiner, also weder Antriebwechsel noch Ansaugmethode noch den Motor selber. Ich glaube, der hat einen Zentrifugallader, habe ich gehört. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und dann Forza-Spoiler. Nein. Und, ach du Scheiße. Also, wer das drauf macht, der. der ist wirklich verloren für mich. Also, wird auch ein bisschen getutert werden. Also, da mache ich mal keine Sorgen. So, reifentechnisch haben wir vorne. 300er Schlappen. Kann man machen. Wir könnten auf 325er vorne gehen. Und hinten das gleiche. Scheiß drauf, ne? Machen es einfach mal. Vielleicht sogar voll aufbauen, mal gucken, was da geht.
Also dann denke ich mal, also in der Summe von beiden 12 Zylinder, das ist schon ziemlich fett. Und dann gehen ordentlich auch Reifen rein. Könnten sogar auch Rennreifen reinmachen. Ich gucke erstmal später. Das sind wichtige Sachen. Hat ein 8-Gang-Getriebe. Lässt sich mit Schaltwippen an Lenkrad schalten, was ich ziemlich geil finde. Habe ich nämlich vorhin auch schon mal kurz probiert, den Wagen. Ich weiß ja schon, wer sich anhört, aber das werden wir noch gleich sehen. Was hier reinbauen, natürlich auch ein Diff für die Verteilung des Antriebs. Würde ich auch gerne mal gucken, was da so ist. Das ist halt für, also für mich sieht es aus eher wie ein Luxus, wie so ein Reisefahrzeug. Nicht, ich meine, der wiegt auch über 2 Tonnen. Deutlich über 2 Tonnen. Ich glaube sogar 2,5 Tonnen. Gucken mal. Ja, gute 2,5 Tonnen. Das ist nicht so geil. Aber Hubraum, ne? 7,2 Liter. Das ist ordentlich. Jetzt nicht so viel wie eine Viper oder so, aber es ist schon mehr als die meisten Autos. Und auch immerhin 323 kW. Das setzt so ungefähr 435 PS. Ich glaube wenig, fast 700 Newtonmeter drin im Moment. Das ist also auch nicht so schlecht, ne? Also ich glaube, langsam ist der Hobel jetzt nicht so wirklich. Aber oh, der geht tief. Das gefällt mir. Ich meine, der ist eh nicht hoch. Muss man auch schon mal sagen. Hat so ein bisschen was von einem Maserati, finde ich. Von so einem Ghibli. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, der sieht so ein bisschen ähnlich aus. Natürlich, Gewicht würde ich gerne rausschmeißen. Wir könnten sogar. Wir können fast 600 Kilo rausschmeißen. Ach du Scheiße. Aber wir wollen da nicht ganz übertreiben. Ne? Ich denke mal, so 270 Kilo, das kann, ist auch schon. Ist, glaube ich, vertretbar. Nein, ich wollte zum Motor. Und da geht alles wunderbar. Wir haben ja auch, genau, einen Zentrifugallader. Perfekt, den ich auch direkt mal machen könnte. Ja. 135 kW bringt der. Ich guck mal, was der voll aufgebaut an Leistungsdaten hat. Ja, ich werde jetzt mal gucken. Auch starten schon längs 10. Aber so Beschleunigung, Top Speed ist jetzt noch nicht so übertrieben krass, ne? Da habe ich schon krasses gesehen. So, Hubraum können wir auf 7,5 machen. Das wäre ziemlich geil. Oh, wir können sogar auf 8 Liter gehen, Alter. Ein 8 Liter V12. Okay, das ist echt nicht mehr normal. Das ist Hubraum. Jetzt sind wir gerade auf A-Klasse. Wir haben mit 506 kW. Okay, langsam wird es echt bescheuert. Ich tippe, wir kommen so, boah, 580, 600. Wir hatten 641 kW und 1080 Newtonmeter drin im Moment. Aus einem 8 Liter großen 12-Zylinder-Motor. Leider auch 2,2 Tonnen, aber das ist. Hoi, hoi, hoi. Ich würde sagen, voll aufgebaut geht auf jeden Fall klar. Was sind 640 kW? Was soll da schon passieren? Und heute übrigens wieder mit Controller. So, welche Reifenmischung? Wir könnten sogar Rennreifen machen. Wäre sogar quasi doch passend für S1. Felgen gehen nicht. Große Felgen lasse ich aber auch, weil die gehören halt zum Wagen dazu. Das lasse ich so. Das hat nicht geändert. Dem Wagen würden auch auf keinen Fall Tiefbettfelgen oder sowas stehen. Das bezweifle ich sehr stark. Also halt irgendwie solche Luxus-Protzfelgen, die gehen schon klar. Ist schon nicht so verkehrt. Dann gehen wir mal raus. Und testen die Wagen mal an sich auch, ne? Einfach wie lang der wirkt. Ich würde sagen, auch allein dieser Radstand. So lang wie dieser Radstand ist, sind wahrscheinlich die meisten Autos. Oder Kleinwagen sind vielleicht so lang wie der Radstand. Wie lang der Wagen ist, weiß ich nicht. Lang auf jeden Fall. Wenn man auch mal so den Fahrer sieht, der da so sitzt. In diese Motor, aber die ist ja auch locker schon 2 Meter lang. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Auch Innenraum ist auch nicht gerade kurz, also Passagiere sollten auch genug Platz haben. Das Heck auch, ey, das ist nicht mehr normal. Das Ding ist echt lang. So. So, wir haben Allradantrieb, deswegen würde ich mal sagen, fahren wir mal mit Vollgas los. Die, ne, die Rückleuchten. Dieses mit dem rechten Winkel quasi. Okay, da hat er kein Licht, aber es ist cool. Hört sich, finde ich, genauso wie der Ferrari F12 TDF an. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich würde sagen, für über 600 kW, der geht jetzt nicht so ab, ne? Ich weiß, der wiegt über 2 Tonnen, klar. Ich würde mal behaupten, ein serienmäßiger Bentley Continental von, also Continental GT Speed. Ich glaube, der geht mehr ab als der hier. Der wiegt auch über 2 Tonnen. Ich glaube, nicht wissen, was der für Wendekreis hat, ne? Wir fahren jetzt an eine Kurve. Es geht auch klar, aber jetzt noch auf dem Parkplatz mal kurz. Ich will es mal wissen.
höre mal so, wie so die Andrücke dabei sind, wenn ich jetzt so langsam fahre. Okay. Das ist ziemlich komisch, ich meine dieser Wagen, ne? Ich will auch nicht wissen, wie man mit dem Wagen, wenn es denn echt, wenn es sowas in echt geben sollte, wie man damit einparken soll. Oder siehst du auch bestimmt nichts. Es ist einfach ein Koloss. Koloss der Straße. Okay, aber Sound, ne? Mir geht doch nur bis knapp 7.500. Also bei Weitem nicht so hoch wie ein F12 zum Beispiel. Geht doch viel kleiner Motor, der hat ja nur 6,2 Liter Hubraum, ne? Ja, was ist das schon? Hier hinten die oder 6,3? Moment. Doch, Ferrari hat doch 6,3, glaube ich, ne? Bin dann sogar teilweise 6,5, aber die alten haben, glaube ich, 6,3. Das Ding ist aber. Krass, aber. Das kann man noch ein bisschen anders machen. Deswegen lang ist der 8. Gang übersetzt. Der Sound, Alter. Und der Zentrifugallader. Hat er? Den hört man vielleicht. So. Voll komisches Geräusch, Alter. Hört auch so ein bisschen. So wie so ein Staubsauger, vielleicht so ein bisschen. So ganz leicht. Oder so ein, also nicht so ein Elektromotor. Was kann man denn da tun? Erstmal 0 auf 100, 2,6 Sekunden, das geht schon mal klar. 0 auf 100 Meilen, 5,8, das ist auch in Ordnung. Mit Topspeed 303,5. Das ist ja ein bisschen wenig irgendwie, ne? Also, ich muss positiv überlegen. Ich meine, ihr werdet mich bestimmt dafür hassen, aber es ist mir scheißegal. Der Bock muss tief. Ja, der Bock muss tief, weil natürlich Bock bezeichnet ein sehr hohes Auto und der Bus muss hoch natürlich. Wir haben 80% hinten. Wir machen mal. Nee, 60 waren das. Wir machen mal safe 50. Gebremsweg ist auch nicht so geil. Obwohl, geht eigentlich. 34,1 Meter aus knapp 100 km/h. Für ein über 2000 schweres Auto, das ist eigentlich richtig gut. Naja, aber das Jahr an der 723. Ich weiß auch nicht, ob das immer. Aber eigentlich steht auch da mal das Jahr bei Forza. Also ja, den Marco und dann Modell. Ja, 723? Ich verstehe nicht, wie man dann. Na, ist egal. Ich liebe meinen Mund. Das Getriebe, das kann eigentlich. Wir können die Gänge ruhig schon eigentlich verballern. Bis 300 km/h. Haben wir wenigstens Spaß beim Schalten, auch obwohl. Ja, das kann eigentlich alles schon relativ kurz. Wenn man auch Gänger, so warum nicht? Aber ich denke mal, Cruisen geht mit dem Ding auch ziemlich gut. Der Wagen sollte ja schon eigentlich ziemlich sicher sein. Ja, vor allem, wenn Noctis damit fährt oder irgendwie da was zu tun hat. Der muss ja sicher sein. So, zack. Bei welcher Klasse ist überhaupt im Spiel? Das würde ich erstmal nachgucken. Halt, wo der eingeordnet wird. Okay, GT-Autos. Ich hatte eher so gedacht, so weiß ich, Super Saloons, aber okay, ist ein GT. Lass mich zufrieden geben. Ah ja, das passt so. Und ich würde sagen, wir fahren sogar mal mit dem linken Rennen. Ich will es einfach mal probieren. Aber so Beschleunigung, so oberhalb 200 km/h, da kommt nicht so viel, ne? Da habe ich schon deutlich Besseres gesehen. Wie wäre es denn mit dem Wagen auf einer Rennstrecke, ne? Das wäre doch ideal. Die Wurzel ist der Wagen eigentlich zu gebrauchen. Außer zum, was ich Landstraßen müssen fahren oder Autobahnen cruisen. Das kann der Wagen eigentlich nichts. Und halt, Aufmerksamkeit erregen. Weil das tut er sicherlich im Spiel. Wenn viele finden ihn, denke ich mal, nicht so schön, aber ich finde ihn auch nicht wirklich schön, muss ich sagen. Aber auch nicht wirklich hässlich. Ist in Ordnung. Und ich finde es auch cool, dass es den für alle Spieler gibt. Weil wer es nicht gecheckt hat, den gibt es für alle Spieler von Forza Horizon 3 kostenlos. Ihr bekommt einfach eine Nachricht in-game, dass ihr halt das Ding habt. Oder ich glaube auch sogar einige per Nachricht bei Xbox. Dass ihr bei so einer, ne, hier so eine Nachricht bekommt ihr denn. Und dann ist das eigentlich alles gegessen. Das ist nichts Besonderes. Dann kommt die Nachricht. Wenn ihr keinen habt, dann weiß ich entweder mal, vielleicht mal Spiel neu starten oder so. Erst Spiel updaten, das ist auch wichtig. Weil eigentlich braucht ihr für alle möglichen Sachen, die reinkommen ins Spiel, immer erst das zugehörige Update. Da kam auch vorher noch eins. Das war ca. 970 bis 980 Megabyte groß.
Das müsst ihr downloaden und dann noch halt die Nachricht im Spiel erwarten. Und ich glaube, erst dann könnt ihr auch den Wagen im Spiel quasi fahren. Dann wird er quasi für euch freigeschaltet. Den bekommt einfach jeder, weil es so ist. Und kostenlose Autos finde ich ja sowieso immer gut. Ich meine, da beschweren sich auch immer einige, wie wieder so ein scheiß Auto, aber jetzt mal so ganz ehrlich. Wenn kostenlose Sachen, das immer noch eigentlich immer gerne. Egal, was ich jetzt, ich sag mal, mag oder ich meine, immerhin machen sie das. Ist doch eine coole Aktion, finde ich. Ich finde sowas wirklich sehr cool. Weil, jetzt mal, würdet ihr bei den Leuten arbeiten? Würdet ihr gern quasi eure Produkte, wo ihr Arbeit reingesteckt habt, würdet ihr die kostenlos verkaufen? Oder kostenlos anbieten? Würden, ich bin dumm, würden, denke ich mal, die meisten gar nicht machen. Weil wissen nicht, dass sie es gut finden. Weil will ja auch schließlich an seiner Arbeit was verdienen. Das machen ja quasi für lau. Und dann wird es auch irgendwelche Werbeverträge, denke ich mal, geben, aber an sich für uns Spieler, das ist ja für die quasi nur Arbeit. Wir bekommen keinen, ich sag mal, reellen Gegenwert dafür. Natürlich, denke ich mal, auch Sympathie natürlich und vielleicht auch ein besseres Image. Aber in den Zeiten sind da kostenlose Sachen eigentlich eher selten, ne? Aber ich freue mich drüber. Dass sowas auch mal geht. Ich meine, Horizon ist halt ein Spiel, wir haben mal Hot Wheels drin. Also kann da ruhig mal sowas rein. Ganz ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so scheiße. Was auch daran liegt, dass ich aktuell sehr wenig mit Controller fahre. Weiter meistens mit dem Lenkrad. Da wird sich vielleicht einer denken, ja, wieso fährst du denn nicht mit Lenkrad? Ich bin ja eigentlich mit Controller besser als mit Lenkrad. Aktuell noch. Das denke ich mir auch eigentlich auf dem Spiel nicht ändern. Hier in dem Spiel zumindest. Ich hab gerade, war ja eh gedacht für Forza 7. Aber ich will ja dann morgen wieder. Ups. Also am Mittwoch will ich eigentlich wieder Car Battle aufnehmen. Und dafür ist doch mit Controller ein bisschen besser gedacht, als jetzt mit Lenkrad. Vor allem, wenn, sollten für dich beide Fahrer die gleichen Eingabegeräte haben. Entweder beide Lenkrad oder beide Controller. Das wird halt sonst ein bisschen unfair. Weil in Forza ist es eigentlich so: Forza ist kein Spiel, was für. Ja, halt auch vor dem Horizon. Das ist kein Spiel, was für Lenkrad programmiert ist. Es ist eher gedacht, dass du mit Controller spielst. Das ist halt auch so programmiert. Na klar, wenn du gerade fahren, das geht anders, ist eigentlich kein Problem. Weil du bist halt mit Controller eigentlich, hast du die besseren Karten bei Rennen. Sicherweise welche, die so oder so besser sind, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber das Spiel ist eigentlich gedacht, um es mit Controller zu spielen. Aber Forza 7 soll ja, glaube ich, auch für Lenkrad entwickelt sein. Hauptsächlich, also halt auch viel mehr zumindest als die anderen Teile. Oh Gott. Ich hasse die Strecke eigentlich. Aber der Wagen soll das eigentlich ganz gut klar gehen. Mein Allrad, der macht seinen Job ziemlich gut. Ich nicht. So. Aber auch dieser Wagen, ne? Man bedenkt, der wiegt in der Serie teilweise eine Tonne mehr als Autos in dieser Kategorie. Also halt fast eine Tonne, ne? Weil ich glaube, er wiegt jetzt 2500 irgendwas Kilo in der Serie. Das ist schon, das ist echt mega viel. Ich verstehe auch nicht, wieso Autos so viel wiegen müssen. Ich meine, klar, Technik, alles cool und Ausstattung ist ja alles toll und dicker Motor, aber es ist einfach zu viel des Guten. Außer vielleicht bei einem irgendwie bei einem mega krassen Offroad-Fahrzeug, da ist es halt klar. Hat auch alles schon wegen der Größe und wegen der Stabilität, weil da bestimmte Sachen verbaut werden müssen, aber sind wir, ich sag mal, normalen Autos. Müssen die über 2 Tonnen wiegen? Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, ein Auto, was 2 Tonnen wiegt, kann eigentlich nicht sportlich sein. Außer vielleicht, ich sag mal, im Extremfall jetzt noch ein Bugatti. Der wiegt ja auch, glaube ich, jetzt der Veyron, wiegt auch an die 2 Tonnen. Ich glaube, der Chiron auch sogar nur ganz knapp unter 2 Tonnen. Der hat aber auch halt wirklich extrem viel PS. Das ist halt, finde ich, eine Ausnahme. Der ist schon ein bisschen sportlich, was er auch sein sollte, ne? Für die Leistung. Der soll ja nicht, der soll sich ja nicht fahren wie ein LKW. Ist ja auch ziemlich scheiße. Immer noch da, werden wir schön. Der Bentley, ne? Der ist geil. Der Super Sports. Ich meine, der dicke Leistung und sieht geil aus, keine Frage. Ich habe auch über 2 Tonnen. Soll ich mir bei der Karre Gewicht auch schmeißen, als auch mehr Leistung? Ich meine, alles Super Sports wäre ja nicht gerade untermotorisiert. Die Bälle sind dann einfach zu fett. Die haben zu viel auf den Rippen. Und ich bin 3. von 12 und habe am 3. Dezember Geburtstag. Ist das Zufall? Ich glaube nicht.
und immerhin Dritter geworden hinter einem Rolls-Royce Wraith oder wie der ist, oder White. Und noch ein Bentley Continental GT war noch vor uns. Das ist, glaube ich, der GT Speed. Nicht schlecht. Aber den Wagen, ich finde den wirklich cool. Auf den Felgen, ich kann es leider nicht lesen. Weil man knapp 20.000 Credits. Ich finde den wirklich, ich finde es cool. Muss ich wirklich mal sagen. Ich liebe auch an sich solche halt sehr luxuriösen Autos, sehr. Ich finde, es sieht auch so ein bisschen. Er sieht halt böse aus, aber auch so ein bisschen elegant. Ich finde, er sieht auf jeden Fall schneller aus, als er eigentlich ist. Er macht halt. Vor allem von vorne, ne? Wenn du den siehst, denkst du, der Alter. Der muss ja krass viel Leistung haben, aber der ist natürlich auch schnell, klar. Aber jetzt nicht wie 600 PS. Zumindest ohne Tuning. Aber er fährt sich ja halt doch ziemlich besonders. Auch für diese, ich meine, wirklich dieser Radstand. Das ist nicht normal. Wirklich, einige Autos sind wirklich so lang wie dieser Radstand. Ich schätze den jetzt mal auf. Ich denke auf jeden Fall über 3 Meter ist der Radstand. Und. Oder? Könnte hinkommen, ne? Der Wagen ist auch locker über 5 Meter lang. Das ist sogar über 6 Meter. Kann auch da liegen, weil er so flach ist, dass er so lang aussieht. Ich meine, er ist auch nicht im Verhältnis zur Länge, ist auch nicht wirklich breit, ne? Halt so mega lang und breit geht eigentlich. Wie weit wird denn er sein? 1,90, schätze ich mal. Mit Spiegel sogar. Obwohl, ich meine, die Kotflügel sind ja auch nicht gerade klein bei dem Ding. Naja, das war ein cooles Teil auf jeden Fall. Den wollte ich noch was zum Let's Play sagen. Denn ich habe ja auch gesagt, am Anfang des Videos, es ist die letzte Let's Play-Folge hier in der Weißen Reihe. Das stimmt auch. Es wird nach dieser keine weitere mehr geben. Denn ich werde jetzt einfach jetzt in dieser Folge quasi beenden. Es fehlt einfach die Motivation dazu. Ich meine, heute war ein besonders anders wegen dem Auto, da hatte ich Bock drauf. Aber an sich fehlt zu diesem Let's Play einfach die Motivation zu. Ich meine, Horizon ist halt auch irgendwann ausgelutscht. Ich habe es ja mittlerweile über 850 Stunden gespielt. Das ist, glaube ich, verständlich, dass das halt nicht mehr so geil ist wie früher. Also wie früher, ne? Also in Anführungszeichen. Es ist halt, irgendwann fehlt die Lust, wenn man das so oft spielt. Ich spiele es auch gerne, keine Frage, aber aufnehmen ist halt. Was soll ich da jetzt Neues, Großartiges machen? Das Spiel quasi schon. Ich kann da nichts mehr groß machen. Es ist einfach so. Aber natürlich würde es in Forza Motorsport 7 weitergeben. Das ist natürlich keine Frage. Wird es ein Let's Play zu geben, was hoffentlich schon ab dem 30.09. liegt wieder mal an Amazon, an den freundlichen Leuten da, wenn die mir das Spiel pünktlich liefern. Ich denke mal, das sollte klappen. Und wenn dann ab 30.09. Let's Play, wie das mit dem Uploadplan sein wird, muss ich noch gucken. Das ist noch nicht final, aber es wird, glaube ich, ziemlich cool. Da habe ich richtig Bock drauf auf Forza 7. Ich bin da so gehypt, Alter. Und auch jede Woche werden ja neue Autos bekannt gegeben. Jetzt war JDM, auch geile Autos, finde ich. Weiß ich nicht der große JDM-Fan, aber es ist schon, es ist natürlich geil, ne? Aber einige sind halt, also ich Klassiker, weiß ich jetzt ein R34 oder ein Supra oder wie jetzt, Alter, auch ein Civics oder so, hier mit VTEC, ey, das ist natürlich, das schlägt auch mein Herz höher. Bei denen schlägt auch mein Herz auch höher, muss ich sagen. Es ist einfach, es ist cool, dass es sowas auch mal gibt. Nicht mal nur irgendwelche, ich sag mal, Standardautos, auch mal was ein bisschen außergewöhnlich ist, was man nicht überall sieht. Was nicht in jedem zweiten Spiel drin ist. Man muss auch mal sowas zeigen. Dass man auch sowas den Leuten auch bietet. Nicht quasi nur Standardpampe. Ich habe jetzt bis hier 50 BMW, 50 Nissan, 20 Ford und so. Und dann hier habt ihr auch mal was wirklich was Besonderes. Was auch vielleicht wieder Leute dazu bringt, das Spiel zu spielen, die es nicht mehr gespielt haben. Wer weiß. Damit würde ich mich verabschieden. Ich bin raus für heute. Natürlich wird es jetzt natürlich weiterhin Forza Horizon 9 Videos geben. Das ist keine Frage. Die bleiben natürlich so, wie sie sind. Eigentlich alles andere. Erstmal. Also es wird auch Drag Races bis zum Release von Forza 7 geben. Wahrscheinlich bis zum 25.09. Bis dann das 100. kommt. Auch was Cooles sein wird. Da habe ich schon was Geiles in Planung. Was hoffentlich auch umsetzbar ist. Aber wir werden es halt sehen. Oder ihr werdet es sehen. Dann wünsche ich noch euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen. Da würde ich sagen, ciao.